es war das erste Mal, dass ich sowas in der Art erlebt habe. Und ich sehe das als wichtigen Lernprozess, jetzt auch gerade am Anfang in den Berufsjahren. Ich habe gelernt, dass Stiftungsarbeit eine ganz komplizierte Arbeit ist und viel Zeit und Energie benötigt. Aber ich nehme auch viel Motivation mit, das jetzt zumindest durchzudenken und dann vielleicht auch anzugehen. Wir haben in unserer Gemeinde in Mannheim-Vogelstang eine neue Stiftung gegründet und mich interessierte halt die Informationen, die hier über die Stiftung gegeben worden sind und speziell dort die entsprechende Notwendigkeit, Geld zu investieren, auf welche Art auch immer. Stiftungsgründungen haben, wenn sie gut angegangen werden, mit System und mit Strategie vorgehen, auch in der gegenwärtigen Zeit Sinn. Und das Zweite ist, Stiftungsvorstände und Stiftungsräte, da bin ich auch in mehreren Stiftungen beteiligt, haben eine Aufgabe, da auch verantwortlich umzugehen und auch zu überlegen, wie sie ihre Stiftungsarbeit gestalten, sodass sie auch in Haftungsfragen gut aufgestellt sind. Die Gespräche waren großartig und ich fand, es war eine sehr, sehr offene Atmosphäre. Auch in meinem Workshop konnte man richtig arbeiten, denn die Leute waren dran am Thema und es war eigentlich fast ein Familientreffen oder ein Freundestreffen im Austausch miteinander. Wir hatten den Workshop Schwerter zu Pflugscharen. Da ging es um nachhaltige, wirksame Geldanlagen in Stiftungen auch. Für mich ist das Fazit, dass es für die Stifter schwieriger wird, Rendite zu erzielen, aber umso wichtiger, und da gab es auch ein großes Interesse, auch zu überlegen, wie kann ich auch mit dem Geld, was ich in der Vermögensverwaltung habe, gute Dinge bewirken, wie kann ich Entwicklungshilfeprojekte fördern, wie kann ich vielleicht auch in nachhaltige Immobilien investieren. Ich nehme einige Anregungen und Inspirationen mit für unsere weiteren Überlegungen in Sachen Stiftungen und Stiftungsgründung und als ganz konkret auch zwei Visitenkarten von Leuten, mit denen ich mich nächste Woche mal unterhalten werde. Ich danke ganz besonders den Versicherern im Raum der Kirche und der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau für die langjährige Unterstützung und die treue Hilfe. Sehr geehrte Frau Dr. Büchner-Schöpf, sehr geehrte Damen und Herren, Ruhestand ist für unsere heutige Preisträgerin ein Fremdwort. Wenn andere Menschen ins Rentnerdasein starten, dann legt Dr. Melita Büchner-Schöpf noch einmal richtig los. Ich habe mich außerordentlich gefreut und fühle mich sehr geehrt durch diesen Preis. Und auch die Laudatio hat mich ganz berührt, wenngleich ich sagen muss, dass sie wahrscheinlich ein bisschen zu meinen Gunsten übertrieben war. Aber sie hat mich trotzdem sehr erfreut. Und was ich noch mitnehme, ist eine Verpflichtung im Sinne dieses Preises weiterzuwirken, soweit in meinen Kräften das möglich ist.